Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Finnlands. Und wir sind jetzt beim zweiten Part. Ich kann schon mal sagen, dass der Part ein bisschen kürzer wird als sonst, weil ich noch jemanden anrufen möchte. Und deswegen wird der Part jetzt ein bisschen kürzer. Dafür war der letzte ja sehr lang. Dann gleicht sich das ein bisschen aus. So, unseren Schäfer machen wir jetzt auf jeden Fall zum Weber. Unseren Jäger machen wir zum Schäfer. Und irgendeinen x-beliebigen Bauarbeiter machen wir zum Jäger. Weil wir müssen ja noch ordentlich Nahrung produzieren, um unser Ziel zu erreichen. Und Bogenschnitzerei ist auch fertig. Sehr schön. Die Kaserne ist jetzt auch fertig, da macht sich der Letzte dran. Und vielleicht können wir dem Erik jetzt so eigentlich sagen, dass das sein Arbeitsplatz ist. Ja, jetzt geht's. Und da fängt er auch rasch an zu arbeiten, ganz fleißig, der Junge. Super Werte auch noch. Können wir nicht schon skillen? Nein, keine Punkte. Stand da auch. Kaserne ist fertig. 26. Nahrung haben wir. Ah, ne, Bevölkerungszahl ist das. Bevölkerungszahl haben wir gleich bisher. Und scheiße, 50 Hölzer, 1 bisher. Ohrfeig ist... Ja, Ohrfeig ist gut. Können wir jetzt schon Verteidigungsturm... Ah, nee, Quatsch, dann müssen wir jetzt erstmal... Oh. Also das mit dem Holz bereitet mir Bauchschmerzen. Ich baue jetzt hier nochmal hin. Eine hin. Hier, weil hier ist nochmal ordentlich Holz. Und hier muss ich nicht befürchten, dass wir entdeckt werden. Das ist vielleicht sogar dann das entscheidende Manöver. Wo ist das denn jetzt? Holzfällerzelt. Hier. Jetzt brauche ich jetzt wie viel Holz? Dreimal wieder. Ach du Scheiße. So, jetzt muss ich die Bauarbeiter genau beobachten, wo die hinrennen. Die suchen sich jetzt natürlich nicht nur um Lagerholz. Hier haben wir gar nichts mehr. Sondern die suchen jetzt in der Umgebung, weil ja im Lager nichts mehr ist. Da liegt noch einmal Holz, das nimmt er jetzt. Und dass wir dann auch schnell wieder Holz produzieren können. Oh, wieder Karte größer gemacht. Ganz toll. Dann gehen wir schnell wieder dahin. Dass wir in unserem sicheren Eckchen bleiben. Hier haben wir nichts zu befürchten. Oh. Noch eine... Ein Single hier. Den habe ich ja gar nicht bemerkt. Nimmst du hier den Lehmsammler? Ja, sehr schön. Wohnzelt bauen wir jetzt aber nicht. Das, Nee, das machen wir jetzt nicht. Wegen Holz wieder und so. Ah, Quatsch. So. Gut, nächstes Ziel haben wir auch gleich geschafft. Drei Leute noch, dann haben wir wieder ein Ziel geschafft. Und wenn er Meister ist, dann haben wir auch unseren Verteidigungsturm. Endlich dann. Gleich machen wir mal einen Bauarbeiter zum Holzfäller, dass wir wieder ein bisschen Holz produzieren können. Kann er überhaupt noch Holz finden? Nee, ich glaube, jetzt ist er aus dem Bereich draußen. Na, hier ist noch einmal. Hier. Aber das war's dann, glaube ich, auch sogar. Haus wurde fertiggestellt. Holzfäller. Warte mal. Hat er jetzt... Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt dahin. Weil der natürlich schon effektiver arbeitet. Und den Lehrling... Sag ich mal, Lehrling, Anführungsstrichen. Den machen wir dahin. 11 Bögen? Oder... Ach nee, ein Bogen. Wow, wir können schon ein... Bogenschütze machen. Machen. Machen wir das denn mal? Haben wir denn irgendwo jemanden? Ah, Soren wird unser erster, der im Militär zuständig ist. Dann machen wir den mal zum ersten Bogenschützen. Und der wird dann auch gleich in unserem ersten Turm tätig sein. In unserem Verteidigungsturm.
Mal sehen, ob wir da die Position noch in diesem Part setzen können. Da bin ich doch zuversichtlich. Wo rennst du hin? Ach, holst du Holz? Gut, hau schnell wieder ab. Wolf ist hungrig. Ja, Nahrung haben wir genug. Da macht ihr keine Sorgen. Weber. Macht das was? Können wir jetzt irgendwas Neues machen? Nee. Webers Ende. Hölzer, eins bisher. Ich glaube, da wird nichts mehr produziert. Obwohl, nee. Wird noch produziert, weil sein Lernerfolg erhöht sich. Und wenn er nichts fällen könnte, wird sich sein Lernerfolg auch nicht erhöhen. Das ist ja logisch. So, der Typ ist hier drin. Quatsch. Quatsch. Surin. Bogenschütze 1. Sehr schön. Kaserne verlassen. Erster Militär. Er auch. Zweiter. Wir brauchen Kiddies. Und zwar jede Menge. Ist ja schon ziemlich unmenschlich, aber ist ja nur ein Game, wie gesagt. Und wir brauchen die Kiddies. Gadelbart. Ist auch erwachsen. Dann könnt ihr alle in die Kaserne gehen. Bogenschütze. Ah, scheiße, noch nicht genug reingetragen. Das ist blöd. Oh, super. Nee, ne? Okay. Das machen wir ganz einfach. Wir werfen jetzt irgendjemanden raus. Das ist okay. Irgendjemand. Die Möglichkeit, jemanden, der noch kein Kind hat. Und der nah von Bogenschmiederei wohnt. Wir haben beide keine Kinder. Ach, einer. Sie. Okay, Wohnung ist weg. Und dann nehmen wir jetzt den Bogenmacher. Und der kriegt dann hier eine Bude. Dann kann er ein bisschen besser schlafen. Dann arbeitet er ein bisschen effektiver. Kann ich den Skill verfügbar 2 Punkte. Immerhin. Besser als nichts, ne? Und vielleicht kann ich jetzt auch wieder... Ja, super. Ja, Bögen kommen jetzt natürlich nicht rein. Waffenröcke wie Sau. Aber die Bögen nicht. Das ist natürlich jetzt sehr toll. Nicht. Ja. Macht kein Drama. Essen haben wir genug. 54. Von den 80 sind wir auch noch entfernt. Also. Ist bisschen schwieriger. Hier ist so schön viel Holz. Weil ich denke, das haben die Macher mit Absicht gemacht. Also ich könnte mir fast vorstellen, hier ist der Feind. So, Träger, dann trag mal hier die Bögen. Nickerchen. Gut, der holt sich jetzt einen Bogen. Und dann können wir auch wieder einen zum Bogenschützen machen. Den Haldor. Gut. Bogenschütze. Zack. Zack. Wieder einer mehr. Der zur Sicherheit unseres Dorfes beiträgt. Ihr trefft euch mal hier vor der Kaserne. Hier sonst nichts. Schön. Ach so, das sind die Produktion. So, Produktion. Runter wieder. Alter, hat nichts zu tun. Sehr schön. Wo bist du denn jetzt? Fail. Vergiss mal weg. Ah, hier.
geh mal auch in die Kaserne. Jawohl. Du bist auch ein kleiner Held. Vielleicht hat er jetzt sogar schon 20. 30 sogar. Wow, der ist ja hier richtig flott unterwegs. Nächster Bogenschütze. Dann haben wir schon die erste Besatzung für unseren ersten Turm fertig. Drei Leute können in einem Turm zuständig sein, maximal. Wo sind denn die Speere hin, überlege ich gerade so rein. Rein theoretisch müssen die hier irgendwo rumliegen, aber weiß ich nicht, liegt wohl nichts mehr rum. Naja. Auf jeden Fall sag ich bis denne, Leute. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Finnlands. Langsam baut sich hier schöner Militär auf und im nächsten Part bauen wir dann auch den Turm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein, schönen Abend noch.